Guten Morgen zusammen. Hexensabbat heute. Vorsicht. Wieder wohler. So, erster Trade platziert 14671 mit Ziel A, das Tagestief rauszunehmen. Und mit Zielmarke 612. So, wir sind immer noch mittendrin. Also ich gehe wieder auf die Basis Short. Gehe mal auf die 86. So, jetzt bringen wir unseren zweiten Trade rein. Und zwar über die 14,27. So, jetzt hat er die C durch, Jürgen. Jetzt hat er die 32. So, und das würde jetzt bedeuten, sollten wir nur Korrekturen bis 14.700 bekommen, wird der Markt wieder sich aufrichten können. Wenn er die 6.95 erreicht, kleine Pullback-Bewegung startet, dann würde ich sagen, dann wäre die Möglichkeit gegeben Richtung der 669 zu laufen. So wäre jetzt aktuell die Ausgangslage. So, wir werden auf jeden Fall den Trade 2 absichern. Im kleinen Plusbereich, dass wir mit diesen schön flexibel arbeiten können und möglicherweise weiter nach oben ziehen. So, das war das ein Ausflug, kurz und schmerzlos ausgestoppt. Erste Snickers und dann mal schauen, ob wir diesen wiederum platzieren können gleich, sobald er wieder Richtung Ebbe läuft. Man könnte jetzt natürlich auch hier unter A00 laufen, also unter 14702 Short einlegen, um an die 469 zu gelangen. Aber da wäre mir die Differenz zum ersten Short zu klein, bringt nichts. Also da möchte ich schon ein bisschen größere Lücken haben. So, wir haben wieder Ebbe erreicht, das heißt, wir schalten wieder den zweiten Trade auf die 27. Ist aber gefährlich, denn der Markt ist relativ stark. So, wir haben jetzt quasi 2 Minuten vor 10 Uhr. Wenn der Cover oder wenn die Katzen weiterhin darunter bleiben, wäre es okay. Und wir hätten dann die Chance, A, aus Bärensicht brauchen sie 14.697. Wenn sie das schaffen, müssten dann dieses Fehlsignal auf jeden Fall geschlossen werden können, beziehungsweise 469 angefahren werden. Und die Bullen werden versuchen, jetzt um 10 Uhr über Ebbe zu bleiben, also 7.31. Aber nichtsdestotrotz sollte es dieses auch gelingen. Wir hätten Break 1 auf Intraday ist bei 14.752 zu erwarten. Also hier haben wir ein sogenanntes Cluster zwischen 14.730, 14.752. Und das ist nicht ohne Level zu bleiben. Also angezeigt, Long. Auch wenn sie jetzt Korrektiven schalten, muss man davon ausgehen, dass sie über den Trigger bleiben. Also Korrektiven vielleicht dann bis 4,97 laufen und dann Richtung 11 Uhr. Das, was sie hier
angezeigt haben, nach oben durchzulaufen. Somit wäre die 752 und die Jahreshochs wieder auf der Agenda möglich. So, und diese Bewegung nach oben können Sie dann unterstreichen mit einem Fehlsignal. Und das heißt, Zero-Bereich 692 erreichen, dann die 669 verbinden. Dann gehe ich davon aus, dass hier zwar noch eine Pullback-Bewegung startet, aber das dann doch nach unten läuft. Und Jürgen, du musst noch eins berücksichtigen, also an solchen Hexensabbaten, wo die Wohler relativ hoch ist, manchmal eben auch nicht. Wie die letzten paar Mal war es halt relativ ruhig. Aber Überschreitungen gibt es natürlich an solchen Tagen ganz schnell, ne, mit der Wohler. Aber man sieht jetzt ja schon wieder einmal, ne, wie sie es wieder machen. Ne. Anzeichen, schöne Kerzen drüber erst einmal, aber die nächste positive Kerze abverkauft. Ja, das sind halt wieder mal so klassische Möchte-Gern-Bullen-Attacken, die dann irgendwo in Fake enden. Aber es bleibt dabei, bleiben wir wiederum über der 701. Müssen wir absichern. Erst wenn ein Trigger aktiviert, 696, dann kann man immer noch absichern. Nochmal zugreifen, wenn ein ausstoppt oder eben das L offen lassen. So, jetzt wird es interessant in dieser Konstellation. Wir haben jetzt die 701 erreicht. Und den Trigger haben wir aber noch nicht aktiviert, wie man sieht. Kurz darüber geblieben. Somit könnte der Markt jetzt nach der Erreichen der 701 wieder seitwärts tendieren. Das heißt, den ersten, also den oberen Trade werden wir erst einmal absichern. Und den versuchen noch einmal reinzubekommen im Bereich 728, also knapp unter Ebbe, werden wir noch einmal zugreifen. Und wir warten jetzt eigentlich gemütlich drauf, die 696 zu aktivieren, um dann diesen Plan weiterhin fortzuführen, aus Bärensicht A das Fehlsignal hier zu schließen oder die 669 zu aktivieren, dann ein bisschen Pullback und dann weiter nach unten. So, weiterhin der Plan. Mal schauen, ob wir mit diesen Trades durchkommen oder noch einmal zugreifen müssen. Mal schauen. Wenn das F3 ist, dann können wir das L noch ein bisschen runterziehen. Ne? Um einen Punkt, eineinhalb Punkte. So, der Trade Nummer 2 wieder ausgestoppt. Wir warten jetzt auf die 14.727 wieder. Sobald er die Ebbe erreicht, ich hoffe, der erreicht die Ebbe und dann schalten wir. So, Ebbe ist erreicht. 4.27 stellen wir auf aktiv. Und wenn er sich noch ein bisschen nach oben zieht, dann setzen wir den direkt unter Ebbe, den Short. Ziehen wir den nochmal um 3 Pünktchen nach oben. So, und den Trade wieder eingestoppt, 4,27. So, der Angriff auf die Break 1 Level Intraday 752 fast vollendet. Er bleibt aber hängen. Jetzt ist es natürlich schön, wenn dieses natürlich jetzt ein schönes Shooting wird, unterhalb von Ebbe, der am besten den Körper rot wird und sich dann runterzieht. Das wäre perfekt. Ja, und dann warten wir auf die 770. Das schaut schon mal gut aus, BI. Also wir haben hier, wie gesagt, diesen Ausflug nach oben. Ne? Wir haben dann die Kerze unterhalb der Ebbe wieder geschafft. Hier natürlich ein längerer Curve-Roder wäre besser gewesen, aber gut, mit dem bin ich jetzt auch zufrieden. Also das ja. Passt auf jeden Fall. Und klar ist das bärisch, ja. Ja. So, wir machen dann jetzt auch Mittag. Wir lassen das laufen. Zielbereich bzw. DB für diese zwei Trades habe ich jetzt eingegeben. Bisschen höher als die Anlaufziele. Mit 511, 14.511 sind diese beiden Trades im DB jetzt aktiv.
In diesem Sinne würde ich sagen, Mahlzeit und ab oder unter 14.669, ja, kann man auf jeden Fall die Position mal absichern, eventuell neu strukturieren, wenn sich die Möglichkeit geben, nachfassen oder nur den untersten runterziehen, den SL den obersten sitzen lassen und dann eventuell zum Nachmittag nochmal einen zweiten Trade greifen. Das wäre jetzt das Argument, weiterzumachen in dem Sinne von der Struktur her. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Mittag und wir sehen uns um 14:30 Uhr zur letzten schönen, gepflegten, relaxten Sitzung. Der Flex, die SLs liegen immer noch bei 14.835. Mahlzeit euch.